lange ein Herzenswunsch von uns, eine Ausstellung mit Yoshitomo Nara zu machen. Mich fasziniert an Yoshitomo Naras Werken diese Punk-Attitüde, die in seinen Arbeiten zum Ausdruck kommt. Diese Charaktere, die manchmal als Mädchen auch beschrieben werden, für ihn aber eigentlich Erinnerungen an seine eigene Kindheit sind. Die stellt er dar, die wirken auf den ersten Blick sehr, sehr niedlich, verkörpern aber ein Dagegensein, ein Aufbegehren gegen die Erwachsenenwelt oder gegen das eigene Erwachsenwerden. Wenn man durch die Ausstellung geht, fühlt man sich vielleicht auch erinnert an die eigene Kindheit und führt vielleicht auf gewisse Art Selbstgespräche mit dem eigenen Ich, mit dem eigenen Kind. Highlight der Ausstellung ist die Installation My Drawing Room. Und ich freue mich deshalb, dass die Ausstellung in der Albertina Modern zu sehen ist. Das heißt, man hat am Anfang die Galerien mit den Zeichnungen und am Ende öffnet sich der Raum und präsentiert diese Installation, dieses Häuschen, das eine fingierte Ateliersituation des Künstlers wiedergibt. Auch die Musik zu hören ist, die der Künstler beim Arbeiten hört. Das Besondere an der Ausstellung ist auch, dass der Künstler die Hängung selbst vorgenommen hat. Das heißt, er macht Zusammenstellungen, die seiner aktuellen Stimmung oder der Raumsituation entsprechen. Und zwar geht er da ähnlich wie beim Zeichnen sehr tagebuchartig vor. Und faszinierend ist auch diese unterschiedlichen Materialien, die Yoshitomo Nara verwendet. Also sehr demokratisch im Grunde. Verwendet er alles, was er vorfindet, das, was gerade greifbar ist. Er zeichnet also auf Briefumschläge, auf Karton, auf Einladungskarten. Mal ist es eben was Rebellisches, mal ist es vielleicht Trauer, die zum Ausdruck kommt, mal auch die eigene Ohnmacht, die man vielleicht als Kind empfindet. Und das kam hier alles an und es ist dann schon toll, wenn die einzelnen Werke dann ausgepackt sind und dann eben plötzlich an der Wand dieses große, stimmige Ganze ergeben. Und es ist fast so, als wäre der Künstler hier selbst anwesend.